Na cool. Willst du weitermachen? Die hat mir gut gefallen. Wir machen weiter mit, was ist Content ID und wie funktioniert das? Genau, also Content ID, also speziell das Wording Content ID findet eigentlich nur auf YouTube statt. Mhm. Also es ist im Endeffekt das Fingerprinting-System von YouTube selbst. Ja. Wir als Musikvertrieb schicken im Endeffekt bei jedem Release eine Audio-File auch an YouTube, welche dann als Fingerprinting-File genutzt wird. Und im Endeffekt mit jedem Video-Upload wird das Audio deines Videos als Uploader mit der Datenbank bei YouTube abgeglichen. Und sollte es da einfach eine Überschneidung geben, also sollte das System herausfinden, hey, in deinem Video wurde mein Track verwendet, dann wird das Video automatisch eben geclaimed und monetarisiert. Also gibt es verschiedene Policies, wir als Musikvertrieb bei Dictus jetzt fahren grundsätzlich eine Claim and Monetize Policy. Gibt es aber auch viel, viel striktere Policies, die dann sofort die Videos runternehmen und Co. Genau, also das ist so ein bisschen ganz grob gesagt das System. Selbst wenn jetzt du ein Live-Set gespielt hast auf dem Tomorrowland und der Track noch nicht released wurde bis dahin, wird es auch selbst im Nachhinein nochmal gescannt. Es dauert oftmals dann ein Stück weit länger, aber auch da finden regelmäßige Scans eben statt. Und sollte eben, wie gesagt, eine Überschneidung zwischen der Audio-Library oder der Audio-Fingerprinting-Library und eben den Videos stattfinden, dann werden diese Videos geclaimed und eben dann auch monetarisiert und es wird Geld verdient für den Künstler, die Künstlerin. Ist das dann immer das große Copyright-Infringement von dem hier, oder den Copyright-Claims, von denen die YouTuber immer sprechen? Im Endeffekt schon, ja. Und als YouTube-Creator im Endeffekt verlierst du dann sofort eigentlich auch den Anspruch darauf, dein Video zu monetarisieren. Also das ist so ein bisschen auch die Krux an der Geschichte, also weswegen ja auch ganz viele Video-Creator dahingehen, Copyright-Free-Music in ihren Videos zu verwenden, einfach damit sie selber in der Lage sind, ihr Video komplett von Anfang bis Ende selbst zu monetarisieren und das Geld einzustecken. Wie gesagt, diese Fingerprinting-Systeme gibt es auch woanders. Die heißen dann nicht Content-ID, die heißen dann halt irgendwie ein Stück weit anders. Gibt es auf TikTok, auf Facebook. Es sind, glaube ich, so die zwei anderen großen. Aber es ist wirklich ein gut laufendes System. Oftmals müssen wir es kurz erklären, auch den Künstlern, den Künstlerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, weil natürlich wir als Musikvertrieb on behalf of the artist so gesehen die Videos claimen, für uns claimen. Und dann entsteht oftmals ein bisschen die Frage, hey, warum claimt ihr denn jetzt meine eigenen Videos? Das sind doch meine Tracks. Ja. Aber das hat ja den Hintergrund, dass wir dann die Kohle dann für die Artists im Endeffekt dann einstreichen und dann natürlich auch logischerweise weiterverrechnen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund in der Geschichte. Verstehe. Also gerade artistseitig und labelseitig macht es natürlich wahnsinnig viel Sinn. Vor allem, wenn die Kanäle noch nicht selber monetarisiert sind von den Artists und den Labels, dann ist Content-ID für mich eigentlich auch ein gutes Mittel, da früh schon ein bisschen Income mit der Musik auch auf YouTube zu generieren. Und klar, wenn jetzt eure Musik gepickt wird von einem riesengroßen YouTube-Kanal und die Content-ID claimt das, dann kann da schon auch ein bisschen was bei rumspringen. Das ist schon nicht unattraktiv. Voll. Und vor allem, man muss auch sagen, anfangs war das natürlich das Content-ID-System vor einigen Jahren, wo das noch relativ am Anfang stand, sehr, sehr wonky. Also das hatte selbst relativ eindeutige Audioverwendungen in Videos nicht erkannt. Jetzt mittlerweile ist es schon sehr, 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 sehr exakt. Ja. Dass selbst bei Live-Veranstaltungen oder Mitschnitten von Live-Veranstaltungen die Audios relativ gut erkannt werden auch. Also der Revenue-Pool hier steigt auch eigentlich kontinuierlich, weil halt dieses System immer besser die Sachen auch erkennt. Ja. Aber ja, man muss ja auch dazu sagen, auf YouTube ist es nochmal viel, viel besser, more beneficial, wenn ein Track mal richtig in einem Video performt, weil da ja im Endeffekt
nach Views bezahlt wird und nicht nach Verwendungen wie bei vielen anderen Plattformen da draußen. Ja. Also da kann es halt sein, selbst wenn nur ein Track, wenn dein Track nur in einem Video stattfindet, aber das Video komplett viral geht, dann kann sich das schon richtig lohnen für dich. Ja. Macht Sinn. Ja, währenddessen natürlich irgendwie in Facebook oder bei Facebook oder bei TikTok nach der Verwendung des Audiosounds bezahlt wird. Volumen der Verwendung. Genau. Also je nachdem, wie viele Videos es gibt, desto eher wirst du bezahlt. Während es auf YouTube mehr Klicks ist, mehr Bezahlung. Voll, ja. Richtig. Splice ist so ein bisschen eine Sache, ne? Splice, Sample Pack, Royalty-Free Vocals. Problematisch. Denn gerade wenn man jetzt halt Tracks mit klassischen, ich sag mal, melodischen Splice-Samples macht oder überhaupt Royalty-Free-Samples, dann kommt es da ja auch häufiger mal zu Content-ID-Ping-Pong, nennen wir es jetzt einfach mal, wo sich die Claims hin und her geschoben werden. Weil im Grunde genommen hat ja erstmal keiner die Rechte an diesem Sample, weil es eben Royalty-Free ist. Mhm. Faktisch ist es aber so, wer das Sample zuerst benutzt hat und zuerst mit Content-ID praktisch in die Datenbank gebracht hat, der wird früher oder später anfangen, auch alle anderen, die dieses Sample nach ihm nutzen, zu claimen. Ist das richtig? Bedingt, weil ich glaube tatsächlich, sobald jemand erneut eben die Rechte an diesem Audio-Fingerprint für sich, wie sagt man? Claimed. Ja, claimed. Ja. Musst du praktisch erstmal nochmal beweisen, dass du die Rechte auch tatsächlich hast. Also, um es kurz zu machen, eigentlich verbietet YouTube den Vertrieb von, ich sage jetzt mal, klaren Samples für Content-ID. Ja. Weil natürlich total unklar ist, wem jetzt tatsächlich die Rechte gehören. Ja. Weil laut den Policies von Splice, auch die sind ja relativ unterschiedlich, habe ich jetzt gelernt über die letzten ein, zwei Jahre, die erlauben zwar ja den Track dann auch zu veröffentlichen für den Künstler, die Künstlerin, aber du darfst natürlich nicht sagen, okay, dieses Sample gehört 100% dir, weil du ja natürlich dann auch gleichermaßen Tracks anderer damit claimen würdest, die ja genauso das Recht hätten, das Ding zu vertreiben. So, und das macht es halt einfach in diesem Fingerprinting-Konstrukt total schwer zu identifizieren, wer jetzt tatsächlich die Rechte hat und wer nicht. Also wenn ihr ein klares Sample habt, und wir sprechen hier nicht von der Kick, von einem Top-Loop, wir sprechen von melodischen Loops, melodischen Samples, Vocals, klar erkenntlichen, tonalen Dingen, dann ist die klare Empfehlung, ist immer von der Content-ID und den Fingerprinting-Stores auszuschließen. Das führt häufig zu Problemen. Ja, 100%. Kann man genauso sagen. Cool. Gut, dann mache ich mal weiter.